Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind nach einigen Tagen Abstinenz zurück in Ostriff. Ich hatte euch gefragt, ob ihr mehr von dem Spiel sehen möchtet und ich habe ein paar positive Antworten bekommen. Weil ich selber gerne mehr von diesem Spiel sehen möchte, geht es erstmal weiter mit ein paar Folgen. Und dann sehen wir weiter. Wir gucken mal einfach. Das ist ja kein reguläres Let's Play, was ich hier mache, sondern einfach, ich möchte so gerne. Ja, wir sind zurück in Ostriff und ich muss mich erstmal kurz wieder einfinden, was wir zuletzt gemacht haben. Ich habe von euch auch sehr hilfreiche Kommentare bekommen, auf was ich noch achten könnte und was ich noch machen könnte. Nämlich, ich soll wirklich überall Bänke hinbauen, damit die Wege möglichst kurz sind, damit sie sich ausruhen können und sowas. Und das werden wir auch machen. Wir sind ja jetzt hier gerade dabei hier, sind wir hier im Osten oder im, na ist egal. Auf dieser Seite des Dorfes, Westen von mir aus, keine Ahnung, mehr Gebäude aufzubauen. Wir bauen hier weiter aus alles. Als erstes steht an ein Hühnerstall. Da sind sie gerade noch dabei. Warte mal, ist das klug? So wahnsinnig klug ist es nicht. Da sind sie gerade noch dabei, die Sachen daher zu bringen. Dann haben wir hier ein Wohnhaus. Auch das ist nicht besonders klug. Ich glaube, es wäre das Beste, erstmal diese Lehmgrube vorzuziehen, damit sie das zuerst machen. Das ist wirklich cool, dass ich das hier einfach per Drag and Drop rumziehen kann. Ja, weil dann haben sie den Lehm wirklich hier. Sie haben jetzt auch Holz. Hier, theoretisch. Praktisch arbeitet da niemand und es ist schlecht. Mist. Das ist wichtig! Da muss jemand arbeiten. Oh mein Gott, da sitzen sie alle und tun gar nichts. Ah, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ja, die Transportwege sind gerade sehr lang und wir haben natürlich wie immer keine Arbeiter. Ja, was ich von euch doch erfahren habe, ist, dass ich auch mehr Marktstände machen sollte. Ich habe jetzt hier zwei immerhin, einen hier und einen hier. Und, ach, da kaufen sie gerade, oh nein, das ist so süß. Auch mit dem Korb, oh, oh Gott, dieses Spiel ist einfach so unglaublich niedlich. Ja, wir brauchen mehr davon. Werden wir auch machen, aber wir haben jetzt gerade einfach so, also es dauert alles so lang, das ist gerade echt schwierig. Das werden wir alles machen. Und, ja, ihr habt mir auch gesagt, dass ich, also ich habe das auch, glaube ich, schon selbst erfahren gehabt, aber ihr habt es nochmal bestätigt, sobald diese Brücke hier fertig ist, kann ich auch das Gebiet hier nutzen, was auf der anderen Flussseite ist. Und ja, das habe ich jetzt ganz hinten hingeschoben, weil das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Was wir gerade machen können, diese Stadt hier, der Kachi, die wünschen sich Buchweizen, habe ich gesehen. Hier, 1000 Stück nämlich. Und wir haben zufällig davon, 1600, und ich weiß nicht, was wir damit machen können. Deswegen, mit was machen wir das? Ja, wir verkaufen das. Habe ich das jetzt wirklich gemacht? Habe ich gemacht, ja. Jetzt müssen wir das halt doch einlagern hier. Buchweizen, schnell, 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 1000 Stück. Los, macht ihr mal. Ja, der hat ja nichts anderes zu tun hier, der Kollege. Der Omelian. Der macht nichts anderes. Der wird das hinbekommen, glaube ich. Gut, dann macht ihr mal weiter, meine Lieben. Also, was ich noch erfahren habe, ist, dass ich hier einen Manager einstellen sollte. Dann kann ich nämlich die Fruchtfolge hier automatisch machen. Muss ich nicht mehr ändern, von Hand. Gut, haben wir gerade nicht. Dann lass das mal. Ich werde mir das merken, jedenfalls. Oh Mann, was ist hier am wichtigsten? Warenhaus. Ach, stimmt. Warenhaus habe ich letztes Mal gebaut. Schneider, auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Hühnerstall, auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, wir machen mal erst die Lehmgrube. Dann das Wohnhaus hier, für die damit da Leute einziehen können, die dann hier auch wirklich arbeiten. Vielleicht der Förster oder sowas. Dann den Hühnerstall. Ah, nee, komm, den schieben wir nochmal zurück. Die Mühle ist vielleicht wichtiger. Die habe ich gemacht, weil wir so viel Weizen haben, glaube ich, oder? Warte mal, Weizen, Weizen, Weizen. 1100 Weizen. Ja, das müssen wir halt alles mal ein bisschen zermahlen. Gut, wir machen mal ein bisschen schneller. Gott, ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach so süß. Da werden Kartoffeln geerntet. Ah, das ist so nett. Ja, hier arbeitet jetzt niemand. Und das ist natürlich mega, mega schlecht. Ich überlege, ob wir die beiden Arbeiter von hier rausnehmen sollen. Weil das Holz, was jetzt hier liegt, das ist zwar... Warte mal, was ist los? Irgendwas ist... Achso, Construction... Ach! Construction complete, wunderbar. Die Lehmgrube ist fertig, sehr gut. Also, dann haben sie den
keinen so weiten Weg mehr mit dem Leben, das ist schön. Ja, Holz haben wir jetzt hier, das brauchen wir hier aber eigentlich nicht. Hier sind jede Menge neue Bäume angepflanzt. Sollen wir das so lassen hier? Ne, wir machen das ja weg. So, die wachsen ja auch so weiter. Gut, ich würde sagen, wir werfen die tatsächlich hier mal raus, oder? Vielleicht arbeiten sie dann da hinten und das ist wichtiger. Das sind weite Wege hier, das ist unglaublich. So, was ist jetzt hier los? Oh. Da ist er. Oh. Moment mal, ist im August? Da ist ja gar nichts mehr. Das ist ja völlig hinüber. Das liegt brach. Aktuell in diesem Jahr. Und es hat sich wieder komplett aufgefrischt. Das ist schön. Das hier ist auch so ziemlich kaputt. Aber es. Oh, es ist sehr, sehr, sehr kaputt. Oh. Ja, das müssen wir brach liegen lassen, oder? Da geht gar nichts mehr, oder? 40% Blau haben wir noch. Ne, da geht nichts mehr. Das ist komplett hinüber. Uff. Gut, kann man das hier schon ändern? Sonnenblumen könnten wir mal machen. Oh. Oh, Sonnenblumen. Oh ja, das machen wir. Was wir damit machen können, weiß ich nicht, aber ich finde einfach Sonnenblumen so schön. Ja. Oh mein Gott, das ist so nett. Es ist so unglaublich schön, dieses Spiel. Unfassbar. Ja, ich bin einfach begeistert. Das dauert so lang. Jetzt sollen wir da mal vielleicht aber hier so eine Bank hinstellen. So eine kleine von mir aus. Damit sie sich da ein bisschen ausruhen können. So. So, wunderbar. Oh, das kann doch Ewigkeiten dauern. Wo willst du hin? Ah! Ah, ne, Mist, der bringt das darüber. Echt? Nee, macht er nicht. Ah, ne, er hat es hier hingebracht. Okay, alles gut. Wunderbar, das heißt, diese Lehmgrube funktioniert schon. Wunderbar. Da hat Wasser gefehlt. Oh, vielleicht müssen wir auch ein paar mehr Brunnen bauen. Mann, 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 Mann. Oh, so schön. So, so nett, wirklich. Warte mal, wer kommt da? Ist es der mit dem Buchweizen? Stopper, stopper. Haben wir das? Buchweizen haben wir da, ja. Wunderbar. Aber nicht ganz genügend. Das reicht nicht ganz. Lädt er das jetzt auf, oder? Es dauert auf jeden Fall eine ganze Weile. Jetzt wurde er gerade aufgeladen. Tatsächlich, er lädt auf. Ist das nicht schön? Das wird alles wirklich dahin getragen. Oh mein Gott, das ist so unglaublich fast, so unfassbar schön. So, dann kann man das hier wegmachen. Und da haben wir ein bisschen Geld bekommen. Schön. Oh Gott, die haben aber ein kleines Grundstück hier. Denen fehlt auch Wasser. Du meine Güte! Oh! Oh! Das Wasser wird knapp. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hier mit dem Brunnen. Füllt er sich langsam wieder auf? Ich bin nicht sicher. Ich überlege. Ich glaube, er füllt sich ganz langsam wieder auf. Ja, er füllt sich ganz langsam wieder auf, aber die nehmen da weg und dann wird er halt leer. Und je mehr Einwohner wir sind, desto mehr werden die natürlich da wegnehmen. Das ist ja übel. Gut, dann. Ich habe gerade das Kopierwerkzeug gefunden. Dann werden wir wohl einen weiteren Brunnen brauchen. Wie wäre es, wenn wir den einfach hier hinstellen? An den Dorfrand. So. Ah! Oh, da ist er gestorben. Wegen Alter. Ach, so ein Mist.
Angebot erfüllt sich leiser wieder. Oh, boah! Schande! Ja, ich habe Baum gepflanzt, aber das dauert noch. Ja, Mensch, was machen wir jetzt mit dem Holz? Da brauchen wir dringend Holzarbeiter. Ich glaube, wir werfen die mal raus und ich hoffe mal, dass die dann da hinten arbeiten würden. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob die das machen. Oder wie viele Bauarbeiter haben wir jetzt gerade? 2 Stück. Gut, da hinten wird ein Haus gebaut. Sehr schön. Das macht für manche Leute vielleicht die Wege auch wieder ein bisschen kürzer. Oh, was hier? Nicht genug Arbeiter. Ja, es fehlt einer. Ich glaube, einer der beiden Förster ist jetzt hier reingekommen. Ach, das ist ärgerlich. Hier mal 96 Nägel. Da, komm, da reicht einer, oder? Wie sieht es mit unserem Eisen aus? 1000 Stück haben wir. Oh, da war, wir hatten hier mal ein Zelt mit Eisen. Das ist weg. Das heißt, wir haben alles weg. Was wir hier gelagert hatten, ist alles weg. Gut. Ich habe gerade auch den Boden hier nach vorne gezogen. Oh Mann. Oh! Oh! Wir brauchen einen Friedhof. Oh, Schande. Oh, wie geht das? Ausgezeichnete Frage. Wie geht das? Religion. Da. Ein Grab wird gebraucht. Okay. Wo machen wir das Grab hin? Was wir vielleicht auf die Insel machen? Und da müsste da irgendwie noch so ein, irgendeine Kirche oder irgend sowas hinmachen vielleicht. Ja, hier ist doch nett, oder? Ja, hier auf vorne irgendwie. Oder? Ich überlege das gerade, wo das hin soll. Oder vielleicht hier hinten hin? Ja. Da kommen auch noch Bäume hin, das wird richtig schön. So. Gut. Ach, da steht sogar dann der Name drauf. Das ist ja unglaublich. Halt, stopp mal. Wir brauchen noch mehr? Gibt's doch nicht. Na gut, dann brauchen wir noch mehr. So, gut. Ach, das ist ja richtig schön. Gut, da ist auch jemand drin. Oh! Da ist nochmal einer gestorben. Das gibt's doch nicht, das habe ich gar nicht bemerkt. So, wir gucken mal kurz, was die Kirche hier macht. Hier können sie ihre religiösen Bedürfnisse erfüllen. Man braucht mindestens eine Kirche, damit wir über 300 Einwohner bekommen können. Okay, das sind wir noch weit von weg. Und es wird ein Priester mit seiner Familie einziehen. Aha, okay. Kleine Kapelle. Ah ja, okay, das brauchen wir für mindestens 100 Leute. Alles klar. Hier steht nichts dabei. Müssen wir gucken, dass wir da irgendwie... Ja, also werden wir brauchen. Es wird nicht anders gehen. Vielleicht hätte ich es doch nicht hierhin machen sollen. Hier ist nämlich nicht so wahnsinnig viel Platz. Der Friedhof gehört ja schon zur Kirche irgendwie, also... Ach du Scheiße. Wow! Huch, was war das? Ein Messenger ist da! Place is occupied. Ja, hier wird es hingehen, aber also es ist halt sehr eng. Wieso habe ich da nicht... Trottel. Gut, gut, weiß ich Bescheid. Kostet auch richtig viel Holz, richtig viele Nägel. Na gut, das machen wir irgendwann. So, hier. Haus wird gebaut. Ach Gott, es ist einfach so schön, dazu zu gucken. Oh mein Gott, es ist so nett. Kann meine Begeisterung Grenzen finden? Nein. Sie hat keine Grenzen. Also auch wenn ich das Spiel jetzt erst entdeckt habe, es ist für mich eins der besten Spiele des Jahres, glaube ich. Oder des letzten gesamten Jahres oder so. So schön. Na gut. Hier wird jetzt... Ah, hier wird jetzt Holz gemacht. Sehr gut. Was sagen unsere... Oh, 4 Frauen warten auf einen Job. Okay, keine Jobs available. Aha. Wie, was... Nicht? Muss ich irgendwas ändern?
das läuft. Da haben wir auf, ja, auf Brach gemacht, brachliegend. Das, oh shit, das müssen wir halt, glaube ich, auch, glaube ich, dringend ändern. Soll das auch brach liegen lassen? Es wird nicht anders gehen, oder? Wir haben noch 31 grün übrig und 13 rot. Es geht nichts mehr. Es ist nichts mehr möglich. Wir müssen es brach liegen lassen. So ein Mist. So ein Mist. Ja, dann haben wir zwei brachliegende Felder. Ich bin nicht begeistert. Oh, wir haben einen Boten. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Die wollen Kartoffeln haben. Wir können denen aber auch Textilien schicken. Davon haben wir mittlerweile auch ein bisschen was da. Gucken wir mal eben, was wir alles hier haben. Also, wenn ich es so richtig sehe, konnten wir denen vor allem Stroh liefern. Vielleicht auch ein bisschen Reet. Kartoffeln, nicht. Das behalten wir lieber noch ein bisschen. Eis natürlich auch nicht, weil das haben wir selber eingekauft. Flachs könnten wir eventuell liefern. Trinkwasser, naja gut. Kohle. Ja, genau. Das könnten wir liefern. So, jetzt gucken wir nochmal, was, ob da was passt. Kartoffel, nein. Textilien passt nicht, da haben wir noch zu wenig von. Nee, passt leider nicht. Aber gut, egal, wir haben ja noch. Wir haben noch genügend Geld. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Oh Gott, wir brauchen schon wieder schnell mehr Häuser hier. Gut, aber ich freue mich, dass jetzt hier, dass er besetzt ist. Und der Weg hier, den die so wunderschön gebaut haben, der verschwindet leider wieder. Schade. Ach, da ist sogar noch ein, da haben sie echt noch einen Baumstamm liegen lassen. Oh. Wie sieht's aus mit, wie sieht's aus mit Fischen? Wie viele Fische haben wir denn? Null. Null? Warum? Was machst du denn? Mehr Fische bitte. Ich würde am liebsten noch ein Boot hier bestellen. Getrockneten Fisch haben wir noch nicht, weil uns das Salz fehlt, leider. Ja, ich würde am liebsten noch ein Boot bestellen, aber wir haben gerade keinen Bootsbauer. Und ich weiß ja nicht, da hieß es ja, dass. Na, hast du jetzt welche dabei? 18 Fische. Hm. Da hieß es ja, dass die Fischgründe irgendwann überfischt sind und dass wir deswegen weiter weg sollen von der Siedlung. Weiß ich nicht genau, ob das jetzt. Naja, wie das jetzt hier ist. Ja, aber auf jeden Fall. Und hier können doch Frauen auch arbeiten, oder? Wir sollen eigentlich nur Frauen arbeiten. Trotzdem ist hier ein Mann drin. Glaube ich. Ja, steht da nicht, aber das wird wohl ein Mann sein. Kann man hier vielleicht eine Frau reinholen? Ach so, das habe ich hier. Habe ich hier Jahreszeiten gemacht, okay. Na gut, wir können ja mal ein Boot bestellen. Vielleicht ergibt sich das irgendwann, irgendwie. Ja, hier, das Haus ist fertig, hervorragend. Mal gucken, ob da schon jemand drin wohnt. Nein, es wohnt hier keiner drin. Ja, geh da rein. Jemand soll da reingehen. Oder es kommen halt neue Leute, das wäre auch nicht schlecht. So, weiter geht's. Jetzt kommt als nächstes der Brunnen. Da fehlt doch alles. Da kommt eine weitere Windmühle, dann kommt Hühnerdings, okay. Ja, gut, liebe Leute, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Es passiert gerade nicht so viel und wir werden es auch in dieser Folge nicht hinbekommen, den Hühnerstall fertig zu bekommen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Was sagt der Brunnen hier? Aha, es wird. Aber der ist auch fast fertig. Ja, dieser schöne Weg ist schon verschwunden. Ach, bitter. Ich hoffe, dass es hier jetzt bald alles schneller gehen wird, nachdem wir jetzt hier ein bisschen Infrastruktur haben. Was wird das? Achso, Hühnerstall.
So schön. Oh, hier ist auch richtig viel Wasser drin. Ja. Unglaublich. Keine Jobs verfügbar. Ach, der Brunnen ist fertig. Sehr gut. Ja, fünf Frauen, vier Frauen, drei Frauen warten darauf, dass sie arbeiten können irgendwo. Ah, hier kommen die Baumfäller wieder. Sehr gut. Wo stecken wir die Damen denn mal rein? Also, wir hätten hier Platz für den Manager. Halt, stopp mal. Ach so. Der Manager muss wahrscheinlich immer drin sein, denke ich mal. Mit dem Manager kann ich dann die Fruchtfolge festlegen, aber da weiß ich noch nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht im Voraus, wie das Feld aussieht, nachdem dies und das passiert ist. Also ich weiß nicht, wie das aussieht, nachdem wir mit den Sonnenblumen fertig sind. Also weiß ich nicht, was wir danach reinmachen können. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert dann. So, das liegt brach, das liegt brach. So ein Mist. Zwei Felder, die brach liegen. Wie viele Felder können wir machen? Ich dachte, es gehen nur drei. Naja, gut. Brauchen dringend neue Leute. Die sind jetzt an der Mühle beschäftigt. Was macht ihr denn? Der bringt. Ah, der bringt was. Sehr gut. Der bringt Holz daher. Sehr gut. Wie er alles ausräumt. Gar nicht mehr so verliebt in das Spiel. Der hat jetzt einen weiten Weg für Stroh. Wo wird es hergestellt? Oh, hier. Das ist ein weiter, weiter Weg. Aber gut. Das kriegen die hin. Jetzt haben wir auch kein Holz mehr. Nein! Ist es zu glauben? Will hier keiner einziehen? Ich verstehe es nicht. Die Förster können doch einziehen hier. Wo leben die denn? Da. Na gut, so viel macht das auch nicht aus. Der? Der lebt hier. Ja gut. Macht nicht so wahnsinnig viel aus. Vielleicht möchten die Müller hier einziehen. Ja, der hat einen weiten Weg. Der hat echt einen weiten, weiten Weg. Dann bau dir doch mal hier so eine Bank dahin. Wobei, hier ist ja schon eine. Kann er sich nicht in seinem Arbeitsort ausruhen? Ja, komm hier. Hier gibt's eine Bank. Gott. Ja, das war ein Griff ins Klo hier. Ich hätte gedacht, das hilft was, dass die Leute hier schneller einziehen. Ah, das kommt ja noch. Alle Ressourcen sind da. Mit was? Wirklich? Windmühle. Achso, da kommen noch zwei. Ah! Das geht jetzt aber schnell. Da kommen noch 200. Ach, oh, es ist schön. Ja, fast fertig. Da kann man da wieder jemanden einsetzen, den wir nicht haben. Einen Arbeiter. Toll. Toll, toll. Ja, das geht jetzt gut voran hier. Der Hühnerstall, da fehlt noch Holz, da fehlt noch Lehm und da fehlt noch Stroh. Jetzt geht der Winter wieder los. Was sagt unser Essen? Haben wir da genügend? Weiß ich nicht. Oh. Oh. Sie haben keine Schuhe? Ach du. Jetzt geht's aber langsam los. Jetzt haben sie keine Schuhe. Da müssen wir einen Schuhmacher machen. Bauen. Einen Schuhmacher machen. Oh. Oh, halt, Moment mal. Für Production Needs bräuchten wir so einen Steg. Die nehmen wir jetzt für ihre Produktion. Ich weiß gar nicht, wer produziert denn. Ah, oh, Windmühle ist fertig. Ah, oh, Hilfe, stopp, wir machen mal ein bisschen langsamer. Die nehmen für ihre Produktion, aber ich weiß nicht, für welche Produktion. Nehmen sie jetzt aus dem Brunnen raus. Vielleicht ist er deswegen auch ständig leer. Na gut, wir gucken mal kurz nach dem Shoemaker hier. Da. Aus Leder. Leder haben wir aber nicht. Wir haben kein Leder, also können wir eigentlich auch keinen Schuhmacher machen.
Shit. Woher kriegen wir Leder? Ah. Oh, das, oh, das, ach du je, das, ich glaube, wir müssen Schuhe importieren, erstmal. Bis wir das selber machen können, dauert es ein bisschen. Also, wir brauchen Leder und das kriegen wir über die Tannery. Das ist wahrscheinlich der Gerber. Der produziert Leder aus Fellen. Und er braucht dafür Bark, weiß ich nicht, was es ist. Leim, also irgendwie Kalkstein, glaube ich. Salz und Wasser. Ja. Das dauert 6 Monate. Ach du Schande, ist das komplex. Aha, gut. Ah, Tree Bark. Also, achso, das ist Rinde, glaube ich. Oh. Oh, das sollte man in der Nähe von Wasser bauen. Alles klar. Na gut. Also, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich hin. Wir müssen mal gucken, ob wir das von irgendwoher importieren können. Nicht, dass die armen Kerlchen hier barfuß da rumlaufen müssen. Wird auch. Ach, der ist 10 Jahre alt. Ah, der sieht ein bisschen anders aus als 10 Jahre alt hier. Na gut, das wird ein bisschen schwierig. Auch warme Klamotten und sowas müssen wir uns ja mal drum kümmern demnächst. So, also Windmühle ist fertig. Da wäre es schön, wenn da jetzt jemand arbeiten würde. Und als nächstes kommt hier der Hühnerstall. Oh. Ja. So langsam wird es dann, glaube ich, schwierig. Wir müssen uns dringend anfangen zu spezialisieren und was zu exportieren, damit wir Geld bekommen. Sollen wir nochmal einen Boten schicken? Wo ist es hier? 95 kostet das, ist sehr, sehr teuer. Das geht nicht. 40. 80. Ich würde sagen, wir warten, bis einer kommt. Die haben kein Wasser. Achso. Wegen Wasser würde ich jetzt mal. Was? Ach, da guck an, da ist einer. Aha, wie geil. Super. Gut. Die bieten an warme Klamotten. Da könnten wir mal ein bisschen was holen, würde ich sagen. Dann haben wir das nämlich. Ich würde gerne Hühner kaufen, aber das geht noch nicht, weil unser Hühnerstall noch nicht fertig ist. Mist. Ja, komm, wir holen mal ein paar Klamotten. Natürlich nicht so viel. Moment mal, es kostet nur 0,4 pro Einheit. Ich weiß nicht, wie viel warme Klamotten verbraucht werden. Das können eigentlich nicht viele sein, oder? Ich würde sagen, wir holen uns mal so 200 Stück. Die müssen dann halt auch verkaufen. Irgendwo. Uiuiui. Das. Oh mein Gott. Wir werden so viele Marktstände gebrauchen können. Entweder jetzt sind neue Leute dazugekommen. Oder wir haben Kinder bekommen. Erwachsene. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir Kinder bekommen. Ah! Ach nee, das sind neue Leute. Na, umso besser. Wir brauchen noch so ein Wohnhaus. Wir brauchen mehr Wohnhäuser. Halt, stopp. Mit Garten natürlich. Natürlich mit Garten. So. Da war ein relativ großen Garten. So. Gut. Oh. Sie haben keine Klamotten. Oh je, oh je, jetzt geht's los. Oh nein. Oh nein. Taylors Workshop, das ist so unwichtig. Wobei eigentlich nicht, so unwichtig ist es nicht. Wir haben ja hier Leute, also Damen, die stellen Stoffe her und wir brauchen. Ah, der ist eigentlich echt nicht unwichtig. Schneiderei. Da fehlt doch alles. Was ist hier los? Es fehlt noch ein bisschen Holz und ein bisschen Stroh, aber das kriegen wir schnell hin. Gleich haben wir's. Oh, eine Frau ist gestorben. Hier.
Hatte ich da nicht noch ein weiteres Grab gesetzt? So. Wir setzen mal noch welche hin, ohne dass wir die brauchen gerade. Gut, da ist keiner drin. Ja, so langsam sterben sie ja hier. Du meine Güte. Gut, liebe Leute, ich sehe gerade, die Folge müssen wir schon wieder beenden. Die Zeit ist reif dafür. Nächstes Mal bekommen wir Hühner, da bin ich sicher. Diesmal haben wir jetzt halt, naja, so ein bisschen alles Mögliche gemacht. Nächstes Mal bekommen wir Hühner. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Und ja, ich freue mich drauf, mit euch weiterzumachen. Liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.